Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Full House Challenge. Und ihr dürft euch jetzt hier mit reinziehen, wie ich mir diesen wunderschönen Wurstzeh-Dings-Saft gönne. So, unsere liebe Lilly schläft friedlich, freundlich. Ich habe jetzt Angst, wenn wir ihr jetzt hier was auftragen, dass ihr den Schlaf unterbricht. Weil sie das ja eben auch die ganze Zeit gemacht hat, egal was wir angeklickt haben, sie hat die aktuelle Sache unterbrochen, damit sie das machen kann, was ich hier aufgetragen habe. Finde ich ja keine schlechte Sache, aber es muss nicht sein. Dann darfst du mal die Käfer besprühen und den Garten pflegen. Kannst du das auch schon auswählen? Nee, kannst du nicht mal. Super, toll. Und dann servierst du einfach arme Ritter. Das ist ein guter Plan. Dann hat sie ja frei. Mal aufs Klo. Erfrischende Dusche nehmen. Und Training kann sie, glaube ich, schon nicht mehr anklicken, ne? Und wenn das untere Bett da nicht wäre, jetzt ist das mit der Zeit schon wieder so teuer. Jetzt habe ich mir was zu trinken eingeschenkt und trinkt da nicht. Kennt ihr das? Ihr schenkt euch was zu trinken ein, weil ihr eigentlich voll Durst habt und dann trinkt man irgendwie doch nicht richtig. So, jetzt aber Ausdauerlauf. Für Sims, die länger trainieren möchten, und das möchte Lilly. Jetzt. Immerhin die Käfer. So, wir wechseln jetzt einfach zu Olivia. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock mehr hier auf diese Baggerei. Du nimmst jetzt erstmal einen Urlaubstag. Stehst mal auf hier, Alter. 20 bis 2. Läuft ja bei ihr hier, ne? Sous-Chefin, was auch immer das ist. So, dann darfst du mal nachdenklich duschen, um dich zu inspirieren. Ist das eigentlich die unkaputtbare Badewanne? Ich weiß es gar nicht. Oh, ach, wir wollten mit Lilia die Gruppe eröffnen. Na, dann machen wir das jetzt mit ihr. Gruppe erstellen. So. Wir nennen das Clean and Work. Nein. Wir nennen das Ultima. Haushaltsarbeitsgruppe. Richtig toll. Macht sauber und repariert ordentlich. So. Ja, da passt ja nur, wir nehmen so Regenbogen, das ist geil. So, mit dazu. Wir können auch fremde Leute sauber machen. Aber nein. Lilly, Phyllis, Claire, Damien, Victor, Claudio und Lucien. Ja, das war's schon. Anforderungen gibt es nicht. Gruppenaktivitäten. Fangen wir mal an. Häusliche Aktivitäten. Objekte reparieren. Säubern. Sonst haben wir hier gar nichts mehr, oder? Sozial. Draußen. Garten pflegen. Ich weiß, dass die dann auch die Früchte ernten und so, aber das ist ja kein Problem. Spiel und Spaß. Nein, ihr habt kein Spiel und Spaß. Was ist das denn? Shisha rauchen, es wird nur nicht benannt. So. Kaffee trinken. Kochen kann man auch mit dazu nehmen, ne? Kochen und backen. Was ist nicht erlaubt?
Objekte zu sabotieren. Bullen. Muss natürlich ein Bär abgebildet sein. Gemein sein. So dass die auch bloß nichts Komisches machen. Kämpfen. Und ihr dürft auf jeden Fall nicht Outfits anprobieren. Fernsehen. So, und das machst du jetzt auch gleich. Hör, da ist jemand im Weg. Ich gehe einfach nackt wieder raus. Ist kein Problem. Sag mal, Damien wundert sich auch nicht, dass Lily einfach nackt wohin geht. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Okay. Du darfst erstmal kochen. Omelette. Kann die da alles kochen? Ei Benedict. Was zur Hölle ist das? So Spinata Frittata kann ich mir noch denken, aber es ist, okay, ich sag dazu nichts mehr. Willst du mich jetzt verarschen? Du sollst kochen. Nee, dann halt nicht. Dann back halt. Nee, dann grill halt. Ist auch okay. So, sie macht irgendwas mit Fleisch, aber das ist egal. Ultimative Haushalt AG. Das ist schon geil. So. Sehr schön, Leute, ey. Das nenne ich mal Gartenfreunde hier. Das ist gut. Die ultimative Haushalts-AG. Das war eine echt gute Idee. Es wird nämlich der Garten gepflegt. Okay, Victor ist zwar zur Arbeit gegangen, aber hey. Was macht sie jetzt? Sie kocht da noch. Ist ja nicht verkehrt, ne? Was kocht sie da? Ein Kuchen? Ist das ein Kuchen? Oh, Rechnungen. Und zwar nicht gerade günstig. Bist du da heute noch fertig? Ja, das sieht aus wie ein Kuchen. Okay, dann musst du dir mal ein Gericht nehmen. Sie hat so einen richtig geilen Kuchen gemacht. Wie cool. Vielleicht haben wir hier 100.000 Essenssachen. Aber das wäre ja nicht schlecht, ne? Du setzt dich ganz weit weg von Claudio, aber ihr könnt noch mal miteinander reden. Neue Erfindung beschreiben. Fesselnde Geschichte. Ich finde das immer noch eine sehr tolle Umschreibung. Ich würde es jetzt nicht so nennen, aber egal. So. Sehr schön, ey. Dass ich nicht eher auf die Idee gekommen bin. Ich habe sie auch von Sarah geklaut, muss ich zugeben. Also liebe Grüße an dich, Sarah. Vielleicht verfolgst du das hier ja. Dass man Leute dann dazu animiert, Haushalt zu machen und so. Ich finde es keine schlechte Sache. Ich muss das auch mal einführen. Dominic Tyson. Noch besser wäre es natürlich, fremde Leute einzuladen. Aber das machen wir in dieser Challenge nicht. Das mache ich vielleicht woanders. Dann kannst du ja mal mit Lucien reden. Kennenlernen. An frischer Kleidung schnüffeln. Ich sag dazu nichts, Alter. Ich sag dazu nichts. Erst zur Arbeit. Okay, dann kann man ja schlecht an seiner Kleidung schnüffeln, ne? Will ich ja nur mal erwähnt haben. So, Gruppenpunkte, das funktioniert echt super, weil es ja hier ständig was zum Aufräumen gibt. So, dann darfst du das mal weglegen. Und das auch.
und das aufräumen. Ja, das ist grandios, Leute. Das ist die neue Erfindung des Jahrhunderts. Die machen hier den ganzen Garten. Das ist echt schön. Geil. Sachen, die kaputt sind, werden dann auch repariert. Das ist natürlich schön. Und sowas musst du denn hier noch können? Drei Gourmet-Speisen bei einer einzigen Veranstaltung. Okay. Dann werden wir mit ihr mal eine Party organisieren. Und drei Gourmet-Speisen machen. So. Ein gesellschaftliches Ereignis. Nein, du machst jetzt mal keine Hausarbeit. Lucien testet die Küche eines neuen hippen Restaurants. Aber alles schmeckt nach Spülwasser. Das Küchenpersonal scheint nicht genügend Acht zu geben. Wir verreißen das. Leistungsverbesserung, sehr schön. Geh nicht zum Garten. Was machst du jetzt? Wo gehst du jetzt hin? Ich gehe nach draußen, um zu telefonieren. Das ist ganz wichtig. Also wir laden jetzt irgendwelche fremden Leute ein. Würstelparty, okay. Das war ein Gala-Abendessen. Wozu Olivia der Gastgeber ist. Und wir laden hier irgendwelche Leute ein. Bella, Brent, Joffrey, Elisa und Charlotte. Lilly kann auch mitmachen, die hat frei. So Phyllis und Claire auch. Die sind jetzt gerade mal da. Caterer. Okay. So. Natürlich hier, ne? So, dann gehst du trotzdem mal schnell aufs Klo. Das hättest du vielleicht vorher machen können, aber egal. So, also der muss noch fleißig arbeiten. So, du musst jetzt doch Gourmet-Speisen machen. Und zwar machst du einmal einen Salat. Dann machst du Pasta Primavera. Und dann machst du den Obstkuchen als Nachtisch. Und die Leute kommen nicht. Doch, die sind hier, oder? Oh, tanzen. Tanzen kriegen wir auch hin. Wir kaufen dann schnell die Stereoanlage. Bloß nicht aufhängen, bitte. Eigentlich so ein Tanzkeller wäre mal von Vorteil, ne? So, wir kaufen natürlich diese tolle Anlage hier. Ich werde die in meinem Haushaltsinventar platzieren. Das habe ich mit der Einfamilie jetzt auch so gemacht. Weil sonst ist die ja ständig an. Da habe ich auch keinen Bock drauf. So. Gibt es noch? New Age. So, dann stellst du das mal hier hin und rufst mal zum Essen. So. Pasta Primavera. Jetzt isst sie. Nein, hör auf zu essen, du musst kochen. Gala-Abendessen und wir. Nee, nee, nee. Sims gleichzeitig essen lassen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber sie essen hier gleichzeitig. Das Gala-Abendessen hier, ey. Sie kocht da fleißig. Okay, sie ist ja auch echt ein Profi in dem, was sie da tut, ne? Ich mach das mal wieder runter. Jetzt ist sie da fertig. So. Dann stellen wir können das ja mit hier hinstellen, oder? So, guck mal. Und dann noch den Obstkuchen. Dann hat sie drei Dinger hergestellt am Abendessen. Ich weiß ja nicht, ob das hier nicht als gleichzeitig Essen zählt, ne? Aber was hier für einer?
Geoffrey Landgraf. Was für ein feiner Herr. Sie greift einfach zwischen ihnen durch, ist kein Problem. Obstkuchen, ich stelle mir den echt saftig lecker vor. Sie hat zwei leere Schüsseln in der Hand und die eine wird gleich plötzlich gefüllt sein. Ich werde nichts sagen. Aber hey. Oh, ich habe ja jetzt dieses Sims Mobile. Ja, das ist richtig geil. Ich komme da nicht mehr von los. Und die Bahnfahrten gehen schneller rum denn je. Das ist echt geil. Gastgeber mit Gästen Kontakte knüpfen. Sie stinkt erstmal. Ist kein Problem. Sie hat das Bestreben ganz erfüllt. Yes. Oh yeah, oh yeah. Willkommen danken. Willkommen danken. Sehr schön, ey. Das Bestreben ist erfüllt. Mensch, Person Nummer 1 ist fertig. Lucien wurde befördert. So nebenbei. Hier. Dann Torte essen. Nee, das wollte ich nicht. Aber wo ist denn der Obstkuchen jetzt hin? Ist die jetzt in den Kühlschrank getan oder so? Ja, anscheinend. Dann darfst du ja mal zum Essen rufen. Obstkuchen. So, dann gönnt ihr euch heute mal richtig. Dann müsste das doch jetzt aber funktionieren. So, der ist schon mit dabei. Willkommen danken. Willkommen danken. So, willkommen danken. Hier auch. Da müssen das doch jetzt mehr als drei sein, oder? Ich verstehe nicht, was das gleichzeitig Essen sein hier sein soll. Das tue ich doch. Hm. Dann halt nicht. Hey, zusammen tanzen. Ja, dann halt nicht. Dann geht halt alle wieder. So, wir machen mal weglegen. 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 Jetzt haben wir langsam echt mal genug Sachen hier. Dann darfst du das mal aufräumen. Aber wir müssen die Rechnung hier bald begleichen. Das wird ein bisschen teuer. Ein paar haben wir hier. Wir werden die Versammlung mal beenden. Der ultimativen Haushalts-AG. Nicht, dass die auf die Idee kommen, die Sachen da zu ernten und ich dann warten muss, bis derjenige an der Reihe ist, damit ich es verkaufen kann. So, dann macht sie das hier noch schnell weg, wollte ich gerade sagen. Mensch, dann haben wir den ersten Sim, der sein Bestreben erfüllt hat. Es langsam wird's. Langsam wird's, Leute. Langsam wird's. Das Haus sieht auch mittlerweile echt geil aus. Also dafür, dass es am Anfang ja einfach nach nichts aussah. So, jetzt sammeln wir mal den Kram ein. Sie hat den ganzen Abendessen zubereitet und langsam hat sie Hunger. Kann ich verstehen, würde mir nicht anders gehen. Es hat sich gereimt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug zu essen. Nehmen wir mal so ein Pasta-Teil. Und dann darfst du den Kochkanal schauen. Kochen Level 9. Dann hat sie das ja auch bald erreicht. So, weil ich möchte bei ihr jetzt
noch schnell das Bett kaufen. Das können wir nämlich jetzt. So. Sind wir überhaupt bei Olivia? Ja, ne? So, ich bin hier schon ein bisschen verzweifelt. Ja, doch, sie kriegt auch dieses Pornobett hier einfach so. Das passt schon. Einen guten PC hat sie auch schon. Dann ist ja gut. So. Dann sage ich für diesen Part aber vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.